bringing me down. Thought that you could keep me under, but I've been lifted up from the ground. And just in case you've ever wondered, there ain't no way you're bringing me down. Thought that you could keep me under, but I've been lifted up from the ground. Just in case you've ever wondered. Look, hard times gonna stop me, never. If anything, I took it up a level. Like in God I trust, I came back with a buck. Cause when times got tough, I got better. World fell apart, so we had to rebuild. Work all the time, but I'm salary still. Juggling, hustling, wondering how I'm gon' shell out for promise and pay for these bills. Well, if you gotta know, I'm running the audible. And it's harder cause I'm picking up the charges for shopping out of the garbage. On top of popping the talk, for talking out of my promise. Regardless, I gotta finish what I started for real. Up next, who knows, but I'm trying to blow. I mean, I'm down for the climb, just give me the rope. Verrückt. Ihr habt jetzt ein, zwei Snippets gesehen, wo wir lang gefahren sind. Und es ist tatsächlich soweit. Wir sind schon in Kroatien, denn unsere Elternzeit hat begonnen. Anfang September sind wir losgefahren. Wir haben jetzt erstmal ein ganz klein bisschen Urlaub gemacht, denn wir haben meine Familie noch getroffen. Das heißt, meine Eltern waren hier in Kroatien und mein Bruder mit seiner Freundin ebenfalls. Deswegen haben wir auch noch nicht so viel gefilmt, weil das sollte für uns wirklich auch Urlaub sein. Und tatsächlich stehen wir jetzt auf Krk. Und da hinten seht ihr die Brücke auch. 2018 standen wir nämlich genau hier auf diesem Platz mit Oskar. Also ist schon ein verrücktes Gefühl, irgendwie jetzt wieder hier zu sein. Jetzt natürlich mit dem LT, jetzt mit Familie, mit Hund, mit Tochter, allem drum und dran. Und ihr seid wieder auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf die Zeit. Wir wollen euch wieder fleißig mitnehmen. Wir haben jetzt 6 Monate Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was wir so euch zeigen können, sollen, worauf ihr Bock habt. Und dann fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Stückchen weiter, denn auf Krk haben wir jetzt die Zeit schon verbracht. Und jetzt geht's wieder rüber aufs Festland. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen. Und euch nehmen wir fleißig mit. Nur damit ihr mal eine Einschätzung habt, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Da vorne ist ein relativ großer, alter, wohl alter Steinbruch. Und da unten ist tatsächlich auch, wie soll es anders sein, Park4Night-Platz. Wir nutzen ja Park4Night auch. Allerdings ist es hier schon so, die Bewertungen sind relativ schlecht, beziehungsweise Kommentare standen schon, dass die Polizei kommt und kontrolliert. Steht auch ein ganz dickes Schild, wenn man hier runterkommt, dass hier Campen verboten ist. Also genau das sind so Plätze, die einfach wahrscheinlich überkämpft wurden, zumindest 2018. Können wir uns nicht daran erinnern, dass wir Park4Night benutzt haben, sondern wir haben den Platz so gefunden. Wir sind halt hier, wie gesagt, noch hochgefahren und dann an den Platz da hinten gefahren. Und jetzt momentan steht Fridolin ganz da unten. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Da ist auch eine Badestelle, also tagsüber ist es wohl überhaupt kein Problem, da zu stehen, kann man auch baden. Aber heute Abend werden wir natürlich weiterfahren, einen anderen Platz aufsuchen. Und mit Fridolin werden wir hier den Weg dementsprechend nicht hochfahren oder so. Einfach auch aus dem Grund, weil da natürlich ein Schild steht. Dann werden wir uns auch daran halten, dass man hier nicht campen darf. Und eine Strafe wollen wir natürlich auch nicht riskieren, weil dann kann man auch auf den Campingplatz fahren und da Geld bezahlen. Aber ich denke, wir werden noch einen schönen Platz finden. Vielleicht haltet ihr euch nicht nur an Park4Night und vielleicht haltet ihr euch auch einfach mal so ein bisschen daran, dass ihr euch selber Plätze sucht. Das haben wir nämlich 2018, 2017 auch gemacht und solche Plätze halt dann auch dementsprechend gefunden. Ja, jetzt ist das Ganze ein bisschen überkämmt wohl. Ja, jeder weiß das, glaube ich, der so ein bisschen aus der Szene kommt. Und auch jetzt stehen da unten wieder Camper, die wahrscheinlich über Park4Night das gefunden haben oder vielleicht auch selber gefunden haben und auch die Info noch gar nicht haben, dass da eine Strafe drohen könnte. Aber wie gesagt, wenn ihr so ein Schild seht, Campen verboten, dann lasst es einfach. Fahrt über einen Tag hier hin, könnt ihr euch schön hinstellen, da meckert keiner. Könnt ihr ins Meer gehen, alles drum und dran und sucht euch abends dann einfach einen Platz, wo ihr dann die Nacht habt. Frightened.
Used to be frightened, jumping from mountains, but now I'm enlightened. Life is no island, just let the light in. Don't have to be afraid, oh no. See, I'd rather fall. And you don't have to worry about me, I just wanna live free. Used to be frightened, jumping from mountains, but now I'm enlightened. Life is no island, just let the light in. Don't have to be afraid, oh no. See, I'd rather fall, and you don't have to worry about me. I just wanna live free. Jump. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Free falling, free falling, free falling, free falling, free falling. To be afraid, oh no. See, I'd rather fall. And you don't have to worry about me, 'cause I'm gonna live free. Jump. Wir haben jetzt noch vorm Frühstück quasi unseren letzten Platz verlassen. Richtig, richtig krass schöner Platz. War einfach niemand vor Ort. Bei dem Weg auch wirklich kein Wunder. Ihr habt es ja gesehen, mit dem LT war es echt schon ganz schön eng. Also selbst mit einem PKW will man nicht, dass da einer entgegenkommt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und auch mit so einem Auto hier kommt man an solche Plätze. Wir waren richtig froh, da gewesen zu sein. Jetzt sind wir in Senje, oder wie man es ausspricht. Da waren wir natürlich in 2018 auch schon. Wir kennen diesen Parkplatz hier schon. Da oben ist so eine kleine Burg. Da wurde die Rote Zora gedreht, oder ein Teil davon zumindest. Genau, wir sind jetzt einfach hier, um hier nochmal gemütlich zu frühstücken. Julie bereitet hier gerade alles vor für Zoe und auch natürlich für mich. Und dann geht's weiter in den Süden. Und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr glaubt, wo es denn für uns noch so hingeht. Denn 6 Monate in Kroatien werden wir natürlich nicht verbringen, sondern wir werden noch ein bisschen weiterfahren. Feeling, how are you feeling now? When all the pieces seem like they can't be found, I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now, I'm not going anywhere. Wir haben eine super anstrengende Nacht hinter uns, denn es hat die ganze Zeit so krass gewittert und es war so laut, dass wir wirklich nicht so richtig schlafen konnten. Aber wir machen jetzt erstmal Frühstück und dann starten wir in den Tag. Ja. So, mein Kopf sieht immer aus irgendwie wie Kraut und Rüben hier. Gerade wenn es immer so warm ist, dann fange ich schnell an zu schwitzen und so. Und das ist einfach blöd mit so langen Haaren. Wer uns schon länger verfolgt und wer uns bei Instagram auch verfolgt, hat gesehen, dass ich Ende letzten Jahres die Haare schon mal kurz hatte. Mein Bruder hat das auch immer. Und ja, das werden wir jetzt auch einfach machen. Weil ich glaube, dann ist es einfach um einiges entspannter. Das heißt, wir stellen die Kamera jetzt auf. Ich setze mich hin und Julie schneidet mir die Haare ab. Not gonna step back, not gonna step back now. Flying higher, we're gonna reach the clouds. I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand. Das Wetter ist leider nicht besser geworden. Es stürmt und regnet den ganzen Tag. Deswegen haben wir heute den ganzen Tag im Camper verbracht. Zoe hat eben gerade noch 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, beziehungsweise Abendschlaf.
Und ich mache mich jetzt ans Abendbrot machen, denn ich werde jetzt Pfannkuchen machen. Die werden wir einmal deftig und danach süß belegen. Wir haben es jetzt Samstagnacht, das heißt, morgen kommt für euch das Video raus. Das soll es also soweit erstmal gewesen sein für den ersten Teil. Auch wir müssen erstmal wieder so ein bisschen in das Thema Vloggen reinkommen. Wie in dem Video schon gesagt, schreibt gerne eure Wünsche unten in die Kommentare, was ihr vielleicht sehen oder hören wollt von uns, gerade hier auf der Reise. Und ja, wir freuen uns, euch weiterhin mitzunehmen. Wir hoffen, euch hat das erste Video gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Und auch wir werden auf der Reise neue Dinge erleben und sehen. Wir freuen uns sehr drauf. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!